Tag 6 in Lamprecht. Heute soll der erste Schritt in der Bürgerstube in Richtung erfolgreicher Zukunft gemacht werden. Im großen Saal legen die Umbauexperten Flo und Nora nochmals Hand an. Denn gleich findet hier der Flohmarkt statt. Vorher wirkte der große Raum abgenutzt und in die Jahre gekommen. Nun ist die Bühne ordentlich verkleidet und die Fensterfront kann abgedunkelt werden. Der große Saal ist jetzt eine echte Mehrzweckhalle. Der Flohmarkt kann jetzt losgehen. Die Aussteller haben sich jetzt schon angekündigt, stehen alle schon vor der Tür und sind heiß drauf reinzukommen. Und die lassen wir jetzt natürlich rein, sollen sie aufbauen und dann hoffen wir, dass auch viele Gäste kommen. Ihr dürft euch was aussuchen, da wo noch frei ist, ob drei Tische, zwei Tische reichen. Ja, also zwei würde man reichen. Ja, also kannst. Da drüben ist noch so ein Zweier. Sowohl bei den Chefs als auch bei den Ausstellern ist die Sorge groß, ob genug Kundschaft anrückt. Und auch in der Küche geht es um den Flohmarkt. Wir sind gerade dabei, noch nebenbei den Flohmarkt-Snack zu machen. Das spricht, wir machen Sauermagen Canapés. Wir haben es umgeändert. Wir machen einen Rahmsauerkraut unten drunter, setzen den Sauermagen oben drauf, kurz angebraten in Butter. Aber wird dieser Snack den Flohmarktbesuchern überhaupt schmecken? Großes Finale in Lamprecht. Und wie, was machen wir? Wir machen einen Flohmarkt. Mega, oder? Müssen wir aber. Weil wir müssen nicht nur ein Testessen machen, sondern auch die Eventhalle etablieren. Und zeigen, dass da auch was geht. Ja, dass endlich mal Schmodder verdient wird. Viel Arbeit noch. Und übrigens hier. Mega. Bonsoir. Toujours bel amour. Oh, na, wie geht's? Es geht. Und bei dir? Super. Super. Wenn ich toller Kollegen treffe, geht's mir immer gut. Großes Finale heute. Seid ihr gut drauf? Ja. Ha? Hallo, grüß dich. Ha? Was machst du da? Sauermagen aufschneiden. Habt ihr den gemacht? Den haben wir gestern noch gemacht, ja. Quatsch. Aber wir haben ihn anders gemacht, nicht so wie wir gelernt haben. Wir wollen unseren eigenen Sauermagen machen. Und zwar mit getrockneten Tomaten und Paprika drin. So ein bisschen mediterran angehaucht, weil die Pfalz wird ja auch die Toskana Deutschlands genannt. Deswegen wollen wir so ein bisschen mediterranen Touch reinbringen. Boah, guck mal hier. Wundervoll. Also, das ist ja geil. Ich bin ganz stolz auf euch. Und ich bin als Kollege und als Mensch froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, ich auch. Ja, das ist ein Wunder, ehrlich. Gut, dann macht ihr weiter und ich check mal vorne und dann geben wir Gas, ne? Okay. So, Küche läuft. Oh, hallo. Schöne Frau. Na? Moin, Johann. Alte Säule. Wie reitet? Hi. So, ich will euch jetzt mal was sagen. Ihr habt da zwei super Köche in der Küche. Das wissen wir. Das wissen wir auch. Ja, aber wenn ihr das wisst, dann versprecht mir heute eins in der Hand. Dass ihr euch bitte, bitte entwickelt und versucht, schnellstmöglich auf Augenhöhe zu kommen, fachlich. Die haben Sorgen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das ist jetzt eure Aufgabe, das sicherzustellen. Ja. Natürlich wäre das schlimm, wenn der Mann noch nicht mehr da wäre, klar. Und ich denke, ich weiß auch nicht genau, wie und ob es weitergehen würde. Fest steht, es kann nur weitergehen, wenn Sibylle und Orhan die Seele künftig gewinnbringend vermarkten. Jetzt beginnt die Feuertaufe. Oh, das läuft ja sogar. Das gibt's ja gar nicht. Das läuft. Orhan und Sibylle haben mit ihrer Promo-Aktion ganze Arbeit geleistet. Die Säle sind voll und es wird kräftig eingekauft. Und was sagen die Verkäufer? Ich bin so Flohmarkt-Fan, kaufen und verkaufen. Und wir sind aus Lamprecht und dann ist es für uns nur fantastisch. Es gibt genug Menschen hier im Dorf, in der Stadt, wo, denke ich mal, im Keller einiges haben, wo sie verkaufen könnten. Und das würde auch das Gemeinschaftshaus wieder beleben. Ihr habt ja alte Schallplatten sogar. Guck mal hier, der Pedder. Huh? Josie, Josie, Ficky Leandros. Das ist ja super. Übrigens, für die Kinder bis 15 Jahre oder auch, das sind Schallplatten. So hat man früher Musik gehört. Ja, so, ja.
Das ist Spotify von damals. Nur so zur Info. Ein Teil der Aufgabe ist bereits erfüllt. Aber noch fehlt der Flohmarkt-Snack. So, jetzt gibt's ein bisschen was zu naschen für die Gäste. Bitteschön. Hausgemachter Saumagen auf mediterrane Art. Vielen Dank. Schön mit Paprika und so, sehr, sehr lecker. Ich kenne nur gebraten, aber so als Hübscher, wunderbar. War echt lecker. Das hat, der Geschmack, nach der war Pfalz. Da. Das hat nach der Pfalz geschmeckt. Ja. Diese Brötchen, also sowas von herzhaft und lecker und frisch. Das ist wunderbar, wirklich. Es war ganz genial, toll, gut. Also wenn das nicht ankommt, hä? Was denn dann? Alle zufrieden? Vor allen Dingen finden Sie gut, dass Sie die Halle so gut nutzen können und dass es einfach jetzt auch ein gutes Beispiel gibt, was man daraus alles machen kann. Ja? Hier, pinke, pinke. Doch was haben die Umbauexperten aus dem alten Gastraum gemacht? So, nehmen Sie Platz. Unsere Deko-Dilettanten. also großes Lob. Vielen Dank. Es ist wieder einmal, wieder erwartend, sensationell. Ehrlich. Dankeschön. Also. Danke. Auch im kleinen Saal hat das Bauteam ganze Arbeit geleistet. Wo vorher Tüll und braune Farbe den 70er-Jahre-Look unterstützten, befördert die neue leuchtende Farbe den Saal in die Moderne. Blaue Säulen und Wände passen perfekt zu den Buntglasfenstern. Die alte Fensterfront lag brach und die Stühle wurden in den 70ern bezogen. Doch das ist Vergangenheit. Der neue Vorhang passt farblich perfekt in den Raum. Dasselbe gilt für alle Polster und die Tischdeko. Auch im Gastraum herrschte 70er-Jahre-Flair in Brauntönen. Polster im Retro-Design und Sitzauflagen in düsterem Schwarz wurden verbannt. Dank dem Bauteam und neuen, satten, frischen Farben hat der Gastraum eine Zeitreise gemacht. Die klassische Wandmalerei durfte bleiben, aber die fade Deko nicht. Rustikal, aber freundlich und hell, frische Farben mit einem Hauch Vintage. Das ist der Look der neuen Bürgerstube. Noch wirken Orhan und Sibylle entspannt. Aber das wird sich bald ändern, denn das Finale und die Testesser stehen vor der Tür. Zur Vorspeise gibt es hausgemachte Blutwurst-Ravioli, gefolgt von Cordon Bleu und als Dessert die hochgelobten Apfelringe. So, ich war gerade drüben. Ja. Und? Wie ist es angekommen? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Super, das freut mich. Wofür hast du die Pistazien hier geröstet? Die haben wir geröstet, die tun wir ein bisschen klein mörsern. Dann machen wir noch Krokant drunter und wollen dann das Vanilleeis ein bisschen drin wälzen. Was wird? Die Kartoffeln für, mit dem Cordon Bleu. Na, Cordon? Was macht dein Bleu? Alles gut soweit. Ja? Ja. Sieht doch gut aus. Das ist eine gute Idee mit dem Oberster. Doch diese Idee kommt nicht bei jedem so gut an. Ich habe halt hier das klassische Cordon Bleu gegessen. Das esse ich halt lieber, aber das ist Geschmackssache. Sibylle! Kommt mal alle zu uns hier? Ja. Auch hier? Ratatouille auch hier? Das ist jetzt der Moment, wo man eigentlich sagt, wir haben gearbeitet, wir haben alles getan. Jetzt liegt's an euch. Da drüben, das hat ja schon mal so einigermaßen geklappt. Aber nach der Kür kommt die Pflicht. So, und die will ich jetzt sehen. Ich bin auf das Finale sehr gespannt. Ich sag einfach, wir machen das so gut, wie wir es immer machen. Ich wünsche mir, dass wir auf jeden Fall über 40 Punkte haben. Wird das Team der Bürgerstube von den Testessern abgestraft? Oder werden sie über sich hinauswachsen? Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bitte wie das letzte Mal. Danke. Gerne. Das Dessert gefällt, das neue Ambiente auch. Im Vergleich zum letzten Mal wirkt das alles hier drin etwas wärmer, also auch durch die neuen Farben. Und auch, dass das abgestimmt ist hier mit der
Tischdeko. So im Großen und Ganzen sieht es gut aus. Ja. Hallo und guten Abend, liebe Testesser. Heute Abend kriegen Sie ein bisschen was anderes auf den Teller. Und zwar fangen wir an mit Blutwurst-Ravioli. Nicht erschrecken, ich habe selbst gegessen, obwohl ich keine Blutwurst esse. Es schmeckt wirklich gut. So, dann haben wir ein Cordon Bleu, auch mal anders, nämlich bayerischer Art. Und als Nachtisch gibt es Ihren geliebten Apfelringe. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Und jetzt geht's mit den Getränken los. Schönen Abend. Die Erwartung an die Küche ist hoch. Mit den Blutwurst-Ravioli beweisen die Köche Manuel und Janot Mut. Doch wird dieser von den Gästen belohnt? Zum ersten Testessen gab es eine Kartoffelsuppe, die nur mäßig ankam. Jetzt will man mit innovativer, aber trotzdem traditioneller Küche punkten. Und was sagen die Testesser? Ich esse normal keine Blutwurst und wollte einfach mal die Konsistenz sehen und habe mich dann darauf eingelassen, auf den Geschmack, und war angenehm überrascht. Die Verbindung zwischen dem Italienischen und dem Heimatlichen der Pfalz ist etwas ungewöhnlich, aber vom Geschmack her haben sie sehr gut zusammengepasst. In der Küche geht es bereits in Runde 2. Jetzt wird die Hauptspeise serviert. Janot, kommst du mit den ersten Kartoffelplätzchen, bitte? Zu den Kartoffelplätzchen gibt es Cordon Bleu mit oberster Füllung. So, aufpassen, da lassen wir etwas heiß. Beim ersten Testessen wurde Schweinefilet mit hausgemachten Spätzle serviert. Heute hat das Küchenteam Manuel und Janot einen Klassiker neu und frech interpretiert. Zahlt sich die kulinarische Kreativität bei den Testessern aus? Normales gutes Cordon Bleu. Kann man machen, aber jetzt für bayerische Art erkenne ich jetzt nichts. Das ist direkt. Ich würde sagen, der Käse. Der Käse, denke ich, ach, das ist der andere Scheiß. Der Käse, wo innen drin ist. Vielleicht ist der Käse aus Bayern oder was? Der Käse ist bayerischer Käse. Oh, ich war hier schon vorher essen und habe halt hier das klassische Cordon Bleu gegessen. Das esse ich halt lieber, aber das ist Geschmackssache. Reibekuchen war sehr gut, Fleisch war sehr gut, Soße hat sehr lecker geschmeckt. Also von daher, alles gut. In der Küche versuchen Manuel und Janot ihre Nachspeise zu optimieren. Die Eiskugel erhält ein Krokantmäntelchen. Können die beiden die Dessertqualität des ersten Testessens halten? Und die Apfelringe zweimal. Bitteschön. Dankeschön. Guten Appetit. Bitteschön. Beim ersten Testessen gab es einen Apfelring mit Vanilleeis. Heute dürfen sich die Testesser über zwei Apfelringe und eine Eiskugel im Krokantmantel freuen. Beim ersten Mal gaben die Testesser die Höchstpunktzahl für das Dessert. Bleibt zu hoffen, dass auch die optimierte Version schmeckt. Das Dessert war wieder wie beim letzten Mal, also eigentlich das Highlight vom Tag. Die Eiskugel hatte so eine leckere Krokantkruste, wahnsinnig gut. Also ich würde es mir auch jederzeit bestellen, wenn ich hierher kommen würde. Also sehr, sehr leckeres Dessert. Und welches Urteil erhält der Service? Der Service war sehr gut. Man ist immer gleich bedient worden, immer sehr zuvorkommend. Besser kann man es eigentlich nicht machen, so wie man es sich wünscht. So, ihr Lieben, das kennt ihr hier, ne? Die Karten. Ja, jetzt geht's nämlich los. Bitte schön, Männer. Die Meinungen der Testesser gehen auseinander. Doch am Ende zählt das Gesamturteil. Unsere Erwartungen sind, dass es einfach hoffentlich noch ein bisschen besser wurde. Ja, da steckt man halt nicht drin, ob man so den Geschmack getroffen hat. Wir sind natürlich sehr aufgeregt, mega aufgeregt und sind auch froh, wenn wir gleich das Ergebnis haben. Kann nur besser werden, weil wir allein schon das Ambiente getoppt haben. Ich denke, der Service war auch besser gewesen. Das Essen fand ich genauso super, top. Ja, ich bin jetzt auf 100.000 Volt. Ja, ihr Lieben, in diesem Moment ist es immer so eine Situation, wo ich auch erstmal, ja,
rekapituliere. Also ich denke daran, was haben wir erlebt, wie haben wir gearbeitet. Ja? Werdet ihr in der Zukunft Erfolg haben oder nicht? Eins nehme ich vorweg. Das ist die beste Küchenleistung, die ich jemals bei Rosins Restaurants erlebt habe. Und Dankeschön. Bitteschön. Wir haben von Anfang an gesehen, ihr seid richtige Profis. Deshalb auch die hohe Punktzahl beim ersten Testessen von 38 Punkten. Von daher ist das hier für mich die große, große Überraschung. Die Testesser haben euch von möglichen 50 Punkten fünf Punkte mehr gegeben, nämlich 43 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Die finale Bewertung. Vorspeise und Ambiente konnten um 2, der Service um 1 Punkt verbessert werden. Die Hauptspeise war Geschmackssache und das Dessert ließ sich nicht mehr toppen. Glückwunsch zu 43 Punkten. Ich finde euch super. Ihr habt einen super Job gemacht, ihr habt einen super Service gemacht. Orhan, wenn ihr das so durchzieht, wie ihr das jetzt gemacht habt, dann habt ihr wirklich eine Chance. Und wenn die Planung, die ihr mir gezeigt habt, wenn die so durchgeführt wird, dann wird da hinten, wie heute bei dem Flohmarkt, die Bude brennen. Da gebe ich euch Brief und Siegel für. Ihr seid heute die Stars, ihr habt das großartig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Möchte ich noch mal von mir aus sagen. Alles Gute, Herr Kollege, alles Danke. Gute. Ja, komm her, einmal drücken hier, komm her. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Alles Gute, ciao. Ich bin heilfroh für die Küche besonders, die sich ja so angestrengt haben die letzten Tage. Es war Bombe. Wir nehmen natürlich viel positive Sachen mit für die Zukunft und hoffen natürlich, dass wir alles umsetzen können oder hoffen. Nee, wir setzen einfach alles um und dann geht's vorwärts. War ich erfolgreich oder nicht? Geschenke. Der beste Beweis, dass man sich mag und dass man sich respektiert. Das war toll. Ich wünsche Ihnen wirklich für die Zukunft alles Gute und vor allen Dingen auch hier dem Ort, dass Sie einfach mal wissen, hier gibt es ab sofort richtig leckeres Essen bei richtig netten Menschen.